So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Daudinator, und ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Assassin's Creed. Das sieht aus wie von einem Kind gemacht. Origins. Die Katzenmumien sind gefälscht. Was bist denn du wieder einer? Weißt du irgendwas über falsche Mumien, die hier verkauft werden? Wenn du nichts kaufen willst, dann habe ich auch keine Zeit für dich. Menehet, der Priester, macht sich Sorgen wegen der... Und ich mache mir Sorgen um mein Geschäft. Also verschwinde jetzt. Der will Haue, oder? Oh. Da ist nochmal so einer. Meine Schwester hat eine Statue bei dir gekauft, die in zwei Teile brach. Sei gegrüßt. Ich hab... Ihr seid am richtigen Ort, Neb. Wir haben alles, was euer Herz begehrt. Was ich begehre, sind Informationen zu falschen Reliquien hier auf dem Markt. Ich kenne die Gerüchte, ja, aber da ist bestimmt nichts dran. Und nun geh, wenn du keinen Ärger willst. Drohst du mir? Du hast mir ein Amulett von Hathor verkauft und meine Frau wurde trotzdem krank. Achso, das ist sowieso Bullshit. Und was sagt der Schönes? Erzähl mir etwas über die falschen Mumien. Ich möchte nichts mit dieser Sache zu tun haben. Menehet schickt mich. Dein Schweigen beleidigt sein heiliges Amt. Ich will weder ihn verärgern, noch die Götter. Man zwingt uns, Waren von schlechter Qualität zu verkaufen. Sonst werden unsere Stände zerstört. Wer steckt dahinter? Ich kann jetzt nicht mehr sagen. Trefft mich heute Nacht, wo das Dorf aufs Ackerland trifft. Da haben wir den richtigen Typen getroffen. Der Typ ist gerade abgehauen, Leute. Der kommt nicht wieder. Wir machen hier gerade die Hauptquest noch. Stufe 6 Soldaten. Guckt man gerade mal noch, was man jetzt... Ah, wir haben noch einen Fähigkeitspunkt. Den können wir natürlich auch noch aufbäumen. Was ist das Schönes? Bogenträger. Alle zwei Bögen sogar. Oh, das, die sind miteinander sogar verbunden. Sozusagen. Das sieht aus wie von einem Kind gemacht. Die reiten Patrouille, so wie das aussieht. Oh, kann ich auf den Gaul steigen? Also machen wir mal die Quest hier weiter. Ja. Das da. Und wir müssen raus, so wie es aussieht. Ah, interessant. Schwert gefällt mir auch, das will ich behalten. Das tue ich wahrscheinlich eher verbessern, statt kaputt zu machen. Aber das ist richtig geil. Da hinten das Pyramiden. Warte mal, da ist was. Neue Quest, Reche Buchtelo. Ah, da ist einer umgebracht worden. Was ist hier? Ah, das ist der Händler. Wo ist der Scheißhändler? Ah, ich muss jetzt erst warten, bis es dunkel ist. Wie geht denn das nochmal? Ich habe ja eine extra eine Fähigkeit, womit ich im Prinzip die Zeit etwas vorspulen kann. Ich glaube, das war die. Ah ja, genau. Dann gucken wir jetzt auf die See hinaus und chillen eine Runde. Geil. Da ist er. Mein Freund. Schön, dass du unsere Verabredung einhalten konntest. Komm, setz dich zu mir und trink einen Schluck Wein. Dafür habe ich keine Zeit. Es ist eine so schöne Nacht. Lass uns doch einen Moment die kühle Luft genießen, bevor wir übers Geschäft reden. Katzen. Händler, ich bin nicht wegen der Luft hier. Katzen. Wer steckt hinter den gefälschten Reliquien? Nun, weißt du, das ist nicht ganz so einfach. Es sind so viele verstrickt in diese furchtbare Sache. Aber sie würden alle dasselbe sagen. Bedauert den Leichtgläubigen,
denn ihn erwartet großer Schmerz. Wer das Böse sucht, der wird es auch immer finden. Frisst Dreck, Menschheitabschaum. Ich bin mal gespannt, wie deine Gedärme wohl aussehen. Niemand wird deine Leiche finden, wenn wir sie den Krokodilen vorwerfen. Oh, nice. Ich find's nur ein bisschen schade, dass der im Prinzip nicht so die... dass die Köpfe nicht runterfliegen. Das finde ich ein bisschen schade, aber dann das... Ein Mann, der so gut kämpft wie du, kann es sich doch erlauben, gutgläubig zu sein. Rede, oder du endest genauso wie deine Freunde. Das wird nicht nötig sein. Zwischen den Dünen, südöstlich von hier, ist das Lager, wo die falschen Mumien hergestellt werden. Ich schätze, du willst jetzt dorthin und es zerstören. Besser das Lager als deinen Kopf. Da hinten, okay. Also machen wir dann gerade. Ich will noch kurz die Ausrüstung etwas anpassen. Weil wir können da ja natürlich noch so einen leichten Wurm reinhauen. Und... können dann auch noch jagen gehen. Die Götter werden mir gnädig sein, wenn ich diese Werkstatt zerstöre. So wahr Reh lebt. So eine Schande. Okay. Dann gehen wir jetzt zu dem Lager und verbrennen die Sachen, die sie da herstellen. Naja, kann ja nicht angehen, oder? Was ist da los? Ach, die kampieren da. Oh, die Dünen hoch. Oh, ist das geil. Das gefällt mir so richtig. Geil. Da ist auch noch was. Schläft. Da gucken wir uns gerade dann noch um, Mann. Na, ihr Hübschen. Die eh nur einmal anhitten, dann vergiftet die sich automatisch. Oh fuck. Gift hat den jetzt gerade gekillt. So, wie zündet man die Kacke jetzt an? Muss ich wahrscheinlich das hier nehmen, oder? Ah, okay. Nur mit dem Schwert, weißt du? Mit dem Schwert muss ich die Sachen kaputt machen. Das ist doch abartig blöd. Ah, okay. Oh, ich brenne. Warum brenne ich?
Okay, das war's. Irgendwo läuft doch einer. Da ist noch ein Baum, da können wir noch schnell hin. Das ist so geil, Mann. Das macht richtig Spaß. Und ich glaube, da hinten ist sogar noch ein Wüstentiger oder so ein Scheißdreck. Gibt's einiges zu entdecken, ey. Das, oh, das wird so Hölle, Mann. Der Salak. Wir haben einen neuen Ort entdeckt. Oh. Okay. Er speichert. Mein Sohn. Du wolltest die Sterne. Die Steinkreise zeigen die Plätze der Götter im Himmel. Und dein Großvater erzählte mir, dass sie auch unseren Platz in der Welt zeigen. Ich werde jeden Steinkreis finden. Die Sphinx und die Pyramiden auch. Und ich finde meinen Platz. Und du wirst sie bekommen. Okay. Also jedes Mal, wenn man so einen unentdeckten Ort findet, dann gibt es da was Schönes. Guck mal, da oben. Fleisch. Oh, shit. Oh, noch höher. Wo ist mein Pferd? Wo ist mein Pferd? Wo ist mein Pferd? Das sind Hyänen, Mann. Stufe 8 Hyänen auch noch. Ah, Löwen und Hyänen. Oh fuck, ich muss aufpassen. Ey, ich hab doch extra so ein scheiß Schwert. LOL! Okay. Die Tiere haben's drauf, Mann. Oh ne, jetzt. Sind die toten Tiere auch deko... Naja, sind... Mit denen sollte ich mich jetzt nicht unbedingt anlegen. Die sind auch ein bisschen heftiger als ich, glaube ich. Aber warte mal, irgendwo... Da hinten sind noch ganz, ganz viele Sachen, Mann. Guck, ich möchte mal in der Folge eben mal so ein bisschen da hier rumgucken, ey. Weil du kannst so viel sehen. Du kannst so viel sehen, Mann. Es ist ja nicht so, dass du da während den Questen vorbeiläufst oder so. Oh, fuck! Kobras, Alter. Fickviecher. Guck mal, da waren sogar noch ein paar Krieger oder sowas. Die wurden auch da ziemlich durchgenommen, wie das aussieht. Aber ich habe jetzt einen neuen Schild gekriegt. Ja.
Ein neuer Kupferschild. Alter, scheiß Schlangen, Alter. So, jetzt ist da drüben noch diese eine Stadt. Da gehen wir jetzt auch gerade noch schnell hin. Bevor wir mit Menehet am Tempel sprechen. Oh. Banditen. Uiuiui. What the f- Okay. War jetzt nicht so toll. Wir gucken mal, dass wir das besser machen. Ich brauche auch mehr HP irgendwie. Das sind auch nur zwei, glaube ich, so wie es aussieht. Fuck, das ist ein... Motherfucker, Alter. Ich habe ja gar keinen Schaden bei dem gemacht. Also, mit denen legen wir uns jetzt nicht mehr an. Als gedacht. Aber der hat mich... Also, war es in dem Fall klar. Der hat mich mit zwei Schüssen, hat er mich jetzt ausgestellt. Okay, wir gehen zur City zurück. Komm schon, ruf dein Gaul. Und auf in die Stadt zurück. Die ganze Zeit noch am Tippen, Mann, ey, das ist, hat man nicht einmal seine Scheißruhe, Mann. Okay. Oh, ich bin mal so gespannt, was noch alles auf uns wartet. Jede Menge Krimskrams. Was ist denn hier passiert? Left Cut. Oh, noch mal so stark Wegelagerer, Alter. Boah, guck dir den Fuck an, Mann. Oh, der ist genauso strong. Warum? Da steht auch gar kein Level mehr oder so. Wir gehen gerade jetzt in die City zurück, Mann. Oh, fuck, der trifft mich noch garantiert. Dem Gaul ist leider auch schneller. Verfolgt mich nicht mehr. Oh Gott, Mann. Also seht mal, wie schwach ich eigentlich noch bin. Jetzt hat er erst von mir abgelassen. Oh Mann. Bin mal gespannt, ob Asterix und Obelix noch an uns vorbeiläuft oder so. Oh, Spinner, mach Platz! Im Namen des Imperators, mach Platz! Blöde Auerochse, Alter. Ich hab die Axt! Alter, nee, oder? Platz da!
für Hoden. Ich bin ein Pferdemensch. Unsere Tiere sind heilig. Oh, super, da kann natürlich wieder kein Tier rein, Mann. Okay. Ach, jetzt ist der auch noch draußen, Alter. Ist er in seiner Bude drin und empfängt keinen, oder? Ach, da ist er ja. Ah, da bist du ja. Hallo. Wie kann ich einem alten Freund das Leben erleichtern? Heute Abend veranstalten wir ein großes Spektakel. Unsere Göttin Sachmet verteidigt das Volk gegen Isfets Chaos. Aber Pamu, unser Kämpfer, ist bisher nicht aufgetaucht. Wenn er nicht kommt, wird der Hohepriester mir die Schuld dafür geben. Ich gehe ihn suchen. Sachmet segne dich. Sein Haus ist nicht weit vom Markt, aber sieh erst in der Taverne nach. Es schmerzt mich, dich um einen weiteren Gefallen zu bitten. Okay. Pamu schätzt einen Becher Wein von Zeit zu Zeit. Finde das Piräus-Rätsel? Göttin des Gemetzels. Neue Quest. Kann man gerade verfolgen. Achso, Option halten. Ah, da, das müsste das Piräus-Rätsel sein, da. Das holen wir uns gerade. Oh, das ist oben. Wo ist es jetzt? Ich hab's doch markiert, wo ist es jetzt? Oh. Da oben ist es. Das ist doch einsammeln. Oh. Oh, cool. Abgerollt. Okay, finde und bringe Pamu zu Mene. Pamu trinkt gerne, vielleicht ist er in der Dorfschenke. Dann suchen wir mal den kleinen Hoden, hä? Huh? Was ist das für ein Ausrufezeichen? Ah, da ist er ja. Haben wir gerade noch lokalisiert? Ich bin noch so überwältigt und so überfordert mit dem Spiel eigentlich. Weil hier hast du so viele fucking Möglichkeiten, Mann, und ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Mal gucken, was das ist. Das ist sicher Pamu. Der Mann stinkt nach Bier. Oh, danke. Ich versuche schon seit Stunden, ihn loszuwerden. Keine Sorge, ich bin weg. Hat der nur einen Lendenschurz an? Machen wir noch schnell die Quest in dieser Folge und dann machen wir auch schon Feierabend, ne?
Oh, ist der schwer, Mann. Und stinken tut er. Wie eine Sau. Besoffen ist er auch. Aber wer trinkt halt nicht gerne? Die Göttin des Gemetzels. Geile Quest. Ah, ich hab hier was für dich. Menahed. Das ist Pamu. Was ist mit ihm geschehen? Er ist besoffen. Sein Bedürfnis, auf Sachmet zu trinken, war größer als gut für ihn war. Das ist ein Desaster. Menschen aus dem Roten und dem Schwarzen Land wollen ihn kämpfen sehen. Wenn's nur um einen Kampf geht, könnte ich ihn ersetzen. Natürlich, Magi. Es ehrt dich, dass du mir diese Schmach ersparen möchtest. Dann sprich mit dem Hohepriester im Tempel. Er kümmert sich dann um den Rest. Das machen wir aber dann erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen und würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder einschalten würdet. Wir sehen uns bis dahin, Leute. Ciao!